Es scheint fast so, als würde das Chaos immer größer weltweit. Nein, nicht weltweit. Absolut nicht. In der EU vor allen Dingen würde ich gerade einmal sagen. Zumindest ist es das, was ich mitbekomme. Hier ist wenig Chaos. Vielleicht sogar gar kein Chaos. Das gilt für die USA, für die meisten Staaten, wo inzwischen wieder alles normal ist. Ja. Fast normal. In einigen Geschäften muss man ein Läppchen tragen, aber da wird gefeiert, da gibt es Partys, da gibt es Tanzpartys, da gibt es Veranstaltungen, da gibt es sogar Konzerte. Das gilt übrigens auch für Südamerika. Hier boomt der Tourismus. Vor allen Dingen viele Amerikaner. Jetzt ist Spring Break, die kommen alle hierher. Hier möchte man es den Menschen nicht zumuten, alles zuzumachen und kein Einkommen mehr zu haben. Man weiß auch wieso. 60% der Menschen lebt alleine in diesem Land und in einigen anderen Ländern ist es vielleicht sogar noch mehr unterhalb der Armutsgrenze. Das bedeutet, das gäbe sofort einen Aufstand. Aber in der EU sieht es alles ganz anders aus. Da entsteht gerade ein absolutes Chaos. In und an den Schulen, Schüler, die den Anschluss nicht mehr bekommen, die jetzt freiwillig sitzen bleiben können. Menschen, die ihre Rechnungen nicht mehr bezahlen können. Und die Rechnungen, die von den Regierungen kommen, von den Städten kommen, die werden trotzdem immer höher. Die Abgaben werden immer höher. Gas, Wasser, Strom, Steuern, es wird immer höher. Gerade in den Niederlanden, da trudeln jetzt ganz viele neue Rechnungen ins Haus. Die flattern jetzt ins Haus, immer am Anfang des Jahres. Steuern, alle höher. Alle höher. Die Mieten steigen. Alles wird teurer. Immer mehr Chaos. Immer mehr Menschen, die gerade wirklich feststellen, das, was sie nicht gedacht haben vor bei. Im März, im September 2020, die jetzt sagen, jetzt ist es doch so, das Geschäft ist weg, jetzt bin ich wirklich pleite, es ist nichts mehr da, die Reserven sind aufgebraucht. Chaos, das Chaos, vor allen Dingen in der EU, wird immer größer. Menschen, die verzweifelt sind, aber scheinbar reicht es immer noch nicht aus. Scheinbar ist es immer noch nicht genug. Das Wasser steht noch nicht genug bis zum Halse. Denn es gibt immer noch viele Leute, die sagen, ja, das haben wir bald durch. Glaubt mir. Chaos wird immer größer, wenn ich nicht an dieses Chaos arbeite. Und was machen viele gerade jetzt? Die Finger werden gezeigt. Da sind die Schuldigen. Das sind die Schuldigen. Diese Gruppierung von Menschen in der Position, das sind die Schuldigen. Diese Bevölkerungsgruppierung, das sind die Schuldigen. Die Superreichen sind die Schuldigen. Bitte hört auf. Hört bitte auf. Hört bitte auf, euch gegenseitig zu beschuldigen. Bitte hört auf. Oder die anderen zu beschuldigen. Es ist egal, wer dahinter steckt, solange ich nichts daran ändern kann. Und ich kann nichts daran ändern mit der Brechhammer-Methode. Glaubt's mir. Es fängt an bei mir selbst. Ich habe gerade ein Interview gesehen mit einem Herrn. Dem stand auch das Wasser bis zum Hals. Der hat gesagt, jetzt muss ich handeln. Warum handeln wir immer erst, wenn es zu spät ist? Warum warten wir so lange? Weil wir es uns nicht vorstellen können, dass das, was passieren könnte, Worst Case, dass das tatsächlich passieren wird, dass das tatsächlich passieren könnte. Wir flicken und wir flicken und wir sind nicht bereit, uns damit auseinanderzusetzen. Das ist unser kleiner, mini kleiner Verstand, unser Gehirn und es ist tatsächlich auch unsere Erziehung. Setz dich hin und warte ab, die anderen werden schon für dich sorgen. Der Sozialstaat wird schon sorgen. In den USA braucht man das nicht zu versuchen, was gerade in der EU passiert. Absolut nicht. Hier sind Leute, ich habe hier eine Amerikanerin getroffen, meine Nachbarin,
die ist 35 Jahre alt, die hatte einen super gut gehenden Job in Venice Beach in der Nähe von Los Angeles und sie hat gesagt, alles ist zu, ja, das ist einer der Staaten, wo alles zu ist, Kalifornien, alles ist zu. Ich hatte ein Einkommen von $5.000 im Monat, was in den USA für die Mittelschicht normal ist. Und jetzt will man mich abspeisen mit $1.000 im Monat. Haben diese noch alle? Nicht mit mir. Ich bin doch nicht verrückt. Das nehme ich nicht an. Ich habe gesagt, bye bye, ohne mich. Und ich habe das Land verlassen. Ja. Und fängt ganz neu an. Und ist auch hier schon innerhalb kürzester Zeit recht erfolgreich. Neue Ideen, neue Dinge, Aufbruchstimmung, Pioniere. Wir müssen bei uns selbst anfangen. Es hat keinen Sinn, andere zu beschuldigen. Es hat auch keinen Sinn, zu sagen, es sind immer die gleichen, die irgendetwas machen, anfangen, Leute kontrollieren, weltweit alle kontrollieren möchten. Kriege anfangen, was auch immer. Es hat keinen Sinn. Es hat keinen Sinn. Wir müssen bei uns selbst anfangen. Fangt an. Wer bin ich? Was kann ich tun? In welcher Situation befinde ich mich? Wie könnte es sich weiterentwickeln? Welche Möglichkeiten gibt es? Plus und Minus. Worst Case, mach eine Liste. Und was kann ich tun, damit es nicht so weit kommt? Ich muss handeln. Kann ich mich mit anderen zusammentun? Gibt es Nachbarn, die in der gleichen Situation sind? Oder andere Leute in meinem Ort, die ähnlich empfinden? Gemeinsam sind wir stark. Alleine sind wir nichts. Aber wir müssen im Kleinen bei uns anfangen. Es hat keinen Sinn, die Menschen zu beschuldigen, andere Gruppierungen, was auch immer, zu sagen, das sind die Bösen. Oder diese Superreichen oder was weiß ich, es waren immer die Bösen. Nein, nein, nein. Das ist auch nicht das, was von uns erwartet wird. Es wird von uns erwartet, dass wir im Kleinen zurückgehen in die Liebe. Und ja, ich kann Ihnen auch sagen, ich sehe da einige Figuren stehen auf dem großen Parkett, wo ich wirklich, wirklich sage, ich weiß, ich muss Liebe schicken und sie tun mir leid, aber dann sehe ich sie und denke, es fällt mir unglaublich schwer und ich bekomme da tatsächlich einen Brechreiz. Aber dann reiße ich mich zusammen und sage, nein, ich will da gar keine Energie reingeben, ich gebe da keine Energie rein. Ich gebe da keine Energie rein. Die Energie brauchen wir gerade, ganz dringend. Wir brauchen diese Energie dafür, unsere Freiheit zu retten. Es geht tatsächlich um unsere Freiheit. Es geht um die Freiheit unserer Seele. Und wie schon in vielen Videos gesagt, wir sind unglaublich stark. Wir sind so stark, wir wissen es nur nicht, weil wir gewohnt sind, in diesem Trott zu denken. Der Wecker geht, ich stehe auf, ich gehe zur Arbeit, ich mache meine Arbeit, obwohl ich schon seit 10 Jahren keine Lust mehr darauf habe. Nach der Arbeit gehe ich nach Hause, aber ich habe keine Lust nach Hause zu gehen. Also gehe ich noch mal kurz in die Stadt, kaufe mir irgendwas Überflüssiges, weil ich mich dann ganz kurzfristig besser fühle, schlepp das nach Hause, koche das Essen für meinen Mann und die Kinder, hole inzwischen noch die Kinder ab. Die müssen ihre Schulaufgaben machen, auch darauf haben die keine Lust. Alle haben ein super langes Gesicht, dann gehen wir ins Bett und es fängt wieder von vorne an. Wir können aus diesem Hamsterrad raus. Wir haben die Möglichkeit. Jeder Einzelne hat die Möglichkeit. Und ja, einige Zuschauer sagen mir, ich habe kein Geld. Gerade wenn ich kein Geld habe, habe ich die Möglichkeit. Gerade dann. Was denken Sie, was passieren würde, wenn 80 Millionen Deutsche sagen würden, wir machen den Blödsinn hier nicht mehr mit? Wir machen das Ganze nicht mehr mit. Wir steigen aus der Matrix. Sogar schon, wenn 20 aussteigen würden aus der Matrix, ein Viertel. Was denken Sie, was passieren würde? Die Wirtschaft würde zusammenbrechen. Das funktioniert alles nur so lange, wie diejenigen, die anfangen, die nachdenken, die Minderheit sind. Aber gerade jetzt wird die ganze Welt umgemodelt. Es wird alles umgemodelt. Jetzt haben wir die Chance. Wir haben jetzt zum allerersten Mal, vielleicht zum allerersten Mal, wir hatten schon mal die Chance,
Es gab auch in der Geschichte, es gibt auch in der Bibel einige Geschichten von Bevölkerungsgruppierungen, die ihre Chance genutzt haben. Wir haben die Chance, jetzt auszubrechen aus dieser Matrix und zu sagen, es reicht, wir machen nicht mehr mit. Das ist viel einfacher, als wir denken. Aber es braucht Mut. Es braucht Mut. Und es braucht vor allen Dingen den Mut, diese Angst zu überwinden. Die Angst zu überwinden, rein in die Liebe. Daraus entstehen die allergrößten Errungenschaften und die allergrößte Freiheit.